So, herzlich willkommen bei Anglerbot TV. Diesmal sind wir im hohen Norden. Begrüßen darf ich Fred Petersen, komm, schön, wie sich das gehört, von der Firma Zepco Sport. Langjähriger Partner von uns schon und wir kennen uns selber persönlich ja schon ein bisschen länger seit Fisch- und Fangzeiten von damals. Deswegen ist es immer für mich auch wirklich eine persönlich schöne Geschichte, wenn wir hier sind und wenn man das dann noch dazu benutzen kann, ein paar von euren tollen Produkten vorzustellen, gibt ja genügend, dann machen wir das sehr gerne. Ja, ich finde es toll, dass ihr das trotz dieses Sturms gestern geschafft habt, hier in den Norden zu kommen. Ja. Ich glaube, es sind einige Bäume umgestürzt und solange ihr nicht drunter liegt, ist alles gut. So sehe ich das. Unser Zelt ist auch stehen geblieben. Ja, wenn man es auch teilweise schon richtig klappern hört zwischendurch. Ne? Aber es liegt, glaube ich, daran, wenn wir beide über den Fußboden laufen. Ich bin's nicht. So, da haben wir jetzt hier eine wunderschöne Rolle, Rino Prestige 795. Ihr seht ja schon, ich habe keine kleinen zarten Händchen, dass das durchaus eine Rolle ist, mit der man auch speziell auf große Fische gehen kann. Ferg wird uns dazu sicherlich was erklären können. Ja, das für den Konsumenten ist ja zunächst einmal verwirrend. Wir haben 7 Weltmarken bei uns im Portfolio und viele dieser Marken haben Rollen in ihrem Programm und man könnte ja denken, eine Rolle ist eine Rolle, aber man versucht auf jeder Marke das Produkt so ein bisschen auf die Markenphilosophie zu trimmen. Rino ist bei uns seit Jahren ein Aushängeschild für besonders belastbares Angelgerät, das nicht klein zu kriegen ist. Man denke an die Rino DF-Routen, die in ihrer Biegekurve fast nicht klein zu kriegen sind. Und wir haben seit Jahren auch eigentlich immer einen guten Namen für eine Ganzmetallrolle, wo das Gehäuse komplett aus Metall ist, mit dicken Achsen, mit dicken Bügelarmen, die absolut verlässlich ist. Für Leute, die nicht unbedingt gerade das filigrane Rennpferd haben, die wollen lieber den Panzer, um die Fische mal richtig durchzumangeln. Rollen für Männerhände. So sagst du es. Die Rino-Rolle hatten wir im letzten Jahr neu belebt und mit einem ganz tollen Modell. Was fehlte, war die 95er Größe. Die 95er Größe ist nun eine der beliebtesten, weil sie relativ universell einsetzbar ist. Das heißt, der Welsangler fühlt sich von ihr angesprochen. Wir haben jede Menge Welsrollen in Größen 80, 95 sonst im Programm. Aber es gibt Leute, die einfach eine Universalrolle haben, die sie auch mal zum Meeresangeln in Norwegen einsetzen wollen, die vielleicht auf einen großen Hecht gehen oder irgendwo bei der Störangelei eine Rolle benutzen wollen. Und für die ist die 95er Rino komplett aus Metall mit 7 hochwertigen Kugellagern ausgestattet, ein richtiges Kampfpferd, wo nie was mit anbrennt. Und kostet auch keine 500 Euro. Nee, die ist so mit dem empfohlenen Verkaufspreis um 150 bis 170 Euro. Der Handel macht sich da ja immer ganz gerne ein bisschen Konkurrenz. Also das Ganze wird ein bisschen bezahlbarer sein noch. Aber es ist ein wirklich tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Und sieht ja auch noch schick aus. So, hier sind wir beim Thema Gummi. Wie jeder weiß, das kann Spaß machen mit Gummi. Und da haben wir hier den Adrian Pruss, Produktmanager und Teamangler. Und du kannst uns zu den Teilen was erzählen, weil du hast ja gesagt, du beschäftigst dich auch schon hier selber mit der Herstellung. Ihr habt ja jetzt Gummi komplett sozusagen selber entwickelt, selber gemacht, alles nur noch in Eigenregie. Ganz genau, also seit 2 bis 3 Jahren fangen wir an, das wirklich komplett die ganze Gummifischpalette selber aufbauen. Wir machen die Prototypen selber vor, bauen Muster daraus, schicken die zu den Team- und Testanglern, lassen die einmal durchtesten, verändern die so lange, bis wir die so haben, wie wir sie haben wollen und dann erst gehen die zu unseren Produzenten und werden da in Massenproduktion nachgearbeitet. Wir haben jetzt hier so viel neu aufgerüstet in den letzten 2 Jahren. Ich gehe jetzt mal hier nur auf einen neuen ein. Das ist unser neuer Rasselchat. Er hält dich in 3 verschiedenen Größen. Speziell an ihm ist, er hat eine feste Glasrassel eingebaut. Das ist unheimlich wichtig, dass die komplett eine Vollglasrassel drin haben. Es gibt viele Hersteller, die machen Messingrasseln oder Kunststoffrasseln, was nicht so gut ist für uns Angler, weil die Kugeln, die rosten relativ schnell kaputt und der Klang ist auch nicht so schön wie bei echtem Glas. Und die habt ihr praktisch schon komplett fertig mit eingegossen, braucht man nichts mehr mit. Ganz genau. Und die sind da fest hinten im Schwanz drin. Hier ist ein kleines Loch, da können die auch nicht von alleine rauskommen. Die sind nochmal eingeklebt zusätzlich, dass sie nicht gleich nach einem Fisch verloren werden. Und wird aber normal angeködert an den entsprechenden Bleiköpfen. Ganz genau.
Wir haben die in drei Größen, die drei wichtigsten Größen. Wir fangen an mit 10 cm für die Barsch-Zander-Angelei. Dann geht es weiter mit dem 14 cm. Bis letztendlich für den großen 20 cm für die Bodden-Angelei. Aber auch Haibut. Wir haben mit den ersten Mustern schon Haibuts gefangen. Bis, ich glaube, 80 Kilo. Und farbentechnisch seid ihr da ja auch einmal komplett durch die, ganz genau, durch die ganze Bank vertreten. Von dezenten Farben, Kaulbarsch, Rotfeder, bis hin zu etwas krasseren Farben, aber so kann man den halt auch im Salzwasser nutzen. Und die Sachen, da setzt ihr euch jetzt also wirklich hin, schnitzt euch das zurecht, zuerst mal nach Vorgabe, ja. Und gießt euch dann Prototypen. Genau. Und die gehen dann praktisch an die Testangler raus, und wenn es dann funktioniert, entsteht irgendwann mal daraus dann der fertige Gummifisch. Genau. Das heißt, ihr kauft nicht mehr einfach nur willenlos in Fernost ein, ihr macht euch jetzt selber richtig Gedanken. Ja. Und da sind wir mal gespannt, kann man auch nur sagen, Gummi macht Spaß, ausprobieren. So, jetzt stehen wir hier vor Finno-Routen. Haben eine Finno-Rolle in der Hand. Die ganze Geschichte hat nicht nur mit Finno zu tun, sondern auch mit Rainer Korn, der praktisch da geholfen hat, die ganzen Dinge mit zu entwickeln. Schönes kleines Röllchen. Und da kann uns der Ferg jetzt mit Sicherheit wieder was dazu sagen. Ja, Rainer Korn ist bei uns Partner seit einer ganzen Weile. Er hat sich eine Firma gesucht, mit denen er maximale Qualitäten realisieren kann für den Markt. Und wir haben im letzten Jahr mit seinen Routen angefangen, von leicht bis schwer, aber auf die Norwegen-Angelei ausgerichtet. Und er hat eigentlich dafür noch nach der passenden Rolle für die Spinnangelei gesucht. Also angefangen vom Pollackfischen bis zum leichten Heilbuttfischen, eine Rolle, die ihn nie in den Stich lässt. Und als Basis haben wir eine bewährte Plattform von Finnor genutzt, die hieß damals Sportfischer, und haben die Rolle nach seinen Vorstellungen verstärkt, haben also stärkere Achsen und bessere Lager in dieser Sportfischer eingebaut, und herausgekommen ist die Rainer Korn Spinning-Rolle. Das Schöne an dieser ist, dass sie gut bezahlbar ist. Also für so eine Rolle, die ein ganz tolles Gearfeel hat, die sehr robust ist, einen tollen, robusten Bügel hat, zahlt man maximal 130 Euro im Handel. Und das ist eine vernünftige Qualität. Rainer Korn hätte natürlich auch sagen können, ich hätte gerne eine Rolle für 600 Euro, damit hätte er aber viele Kunden ausgeschlossen. Also damit haben wir ein wirklich tolles Paket, die optisch vom Design her auch wunderbar zu seinen Routen passt, die hauptsächlich schwarz-silberne Effekten haben. Und damit hast du letztendlich eine ganz tolle Tom-Kombi. Also ich auch für mich als Schwabe, ne, freut mich natürlich immer, wenn es keine 600 kostet. Und also mir selber gefällt das Teil schon, also da bin ich jetzt schon mal am Überlegen, muss ich sagen, einwandfrei, bedanken wir uns für die Infos und wir werden euch noch ein paar weitere Produkte zeigen. So, wir stehen jetzt hier, Browning, eine Riesenwand mit zig verschiedenen Material. Browning ist bei euch die Marke Friedfischen, Fiederfischen. Ja, also wir haben mit Browning eigentlich eine Marke, die sich gezielt an den ambitionierten Friedfischangler richtet. Ganz gleich, ob er mit der Stipproute oder mit der Matchroute oder mit der Fiederroute zu Felde zieht. Das Fiederfischen ist etwas, was in Deutschland gewaltig boomt. Und ich weiß noch, dass als ich noch im Hosenscheißenalter die ersten belgischen Angelvereine bei uns im Vereinsgewässer zu Besuch hatte, die hatten schon damals Browning. Browning ist eine Macht für den Friedfischangler. Und gerade der Fiederangler wird auch von vor 10 Jahren noch sich an spezielle Monster, Aggressor-Monster-Fiederrouten zurückerinnern. Browning war immer eine Größe fürs Fiederangeln. Und das ist eine Domäne, die wir pflegen. Und das fängt bei den Routen, die wir hier gar nicht sehen, die stehen an einer anderen Ecke, an, geht über die Rollen bis hin ins Zubehör Futtern. Und wir sehen hier jede Menge Futterkörbe. Wir haben hier tolle neue Futtersorten wie die Dutch Danger-Serie, wo ich mich schon reinlegen könnte. Aber du hast dir da was anderes ausgegraben. Ja, genau. Das ist ja jetzt schon wieder spannend, ne? Wir sind jetzt hier also nicht bei Malen mit Zahlen oder so. Nee, genau. Sondern sowas macht ja Sinn und ist zum Angeln gedacht. Eigentlich. Ja, das ist das Zebra für den Fiederangler. Nein, also wir haben das Problem, Target Boards, so heißen sie englisch, also Flächen, auf denen du das deine Zitterspitze besser sehen kannst, habe ich immer jahrelang gedacht, war so ein Mist, ich kann es auch so erkennen. Man erkennt es leider nicht immer gut, denn manchmal wird es duster, manchmal hast du einen unruhigen Hintergrund, die Wellen. Manchmal älter. Ja, das
das kannst du ganz besonders sehen. Das Spannende an so einem Targetboard ist nun, wenn du es wirklich clever machst, und das Clevere besteht darin, dass wir es beleuchten. Und seitdem bin ich ein großer Fan dieses Produkts, denn gerade wenn du so in die Dämmerung hineinfischst, es gibt nun auch viele 24-Stunden-Angeln, wo die Leute einfach in der Nacht noch die Bissanzeige haben wollen, aber alleine wenn du in die Dämmerung hineinangelst zum Schleien oder Brassenangeln, dann ist so ein Targetboard ganz toll. Schraubst es auf einen Erdspeer, hast hier einen verstellbaren Winkelgelenk, kannst es also anpassen und mit einer Diodenbeleuchtung, wo die Batterien ewig halten, hast du überhaupt keine Probleme, deine Zitterspitze gut zu erkennen und jeden Biss zu erwischen und zu verwandeln. Und du weißt ja wirklich, von was du redest, weil bevor du jetzt zum Schleppangeln kamst, also du warst ja wirklich... Also ich komme aus der englischen Matchangelei eigentlich. Ne? Also und ich gehe heute, das ist für einen Laien kaum nachzuvollziehen, aber an einem ruhigen Schleienansitz habe ich vielleicht anglerisch mehr Genuss dran als einer knallharten Lachstour auf der Ostsee, die mich mit riesigen Fischen belohnt. Da hängt nach wie vor mein Herz dran. Sowas kostet übrigens ca. 50 Euro komplett im Fachhandel. Das ist doch eine feine Sache. Ab zum Friedfischen. Ihr alle habt ja wahrscheinlich schon, da gehe ich fest davon aus, unser Video gesehen, das wir mit Benny Gründer gemacht haben, der ja die Bloody Chickens mehr oder weniger entworfen, designt und mit euch zusammen gebaut hat. Nehmen wir natürlich gerne mal zum Anlass zu gucken, was ihr hier jetzt an neuen Boilie-Produkten habt. Es gibt kein Geruchsfernsehen. Ich kann euch aber sagen, hier duftet es sehr. Das war ja ganz höflich ausgedrückt. Ja. Also zum Thema Boilie muss man sagen, Boilies werden teilweise durch so eine Verpackung ja besonders in den Fokus der Angler gerückt, weil sie sagen, was ist das denn, da fliegt dem Huhn ja das Auge weg. Natürlich ist das bis zum gewissen Punkt eine Art von Marketing-Gag. Wir unterhalten die Leute gerne. Wir haben selbst Spaß an ein bisschen Blödsinn, sonst wäre unser Leben ja viel zu ernst. Gut, Angeln soll ja Spaß machen. Wie euch Benny damals ja erzählt hat, hinter dem Bloody Chicken steht tatsächlich wirklich ein ernsthafter Boilie, der durch seine Inhaltsstoffe relativ schnell zerfällt, daher für Kurzsessions besonders gut geeignet ist. Und das ist etwas, was die deutschen Angler am Markt wirklich honoriert haben. Und wir haben im letzten Jahr nachgelegt und hatten damals, dann haben wir gleich konsequent gesagt, in dem Stil machen wir völlig weiter, Yellow Zombie und Rubby Dubby. Und jetzt haben wir alleine drei Sorten, die voll eingeschlagen sind beim Angler. Ich meine, für die Zeichnungen, da lache ich mich noch jeden Abend wieder drüber tot. Die sind wirklich klasse, macht mir richtig Spaß. Aber die Boilies sind klasse, da mit richtigen Fischen drin, richtigen Ananasstücken. Letztes Jahr auf der Anspo habt ihr Robin Hilden da gefilmt, wie er das vorgeführt hat. Richtig klasse. Das ist nur kein Grund, dass wir bei uns für uns stehen zu bleiben. Und das Neue, was wir jetzt für die kommende Saison gemacht haben, es geht nicht darum zu sagen, die drei taugen nichts mehr, aber wir möchten diese Range ergänzen. Wenn man sich das hier jetzt anguckt, Frucht, Huhn, Fisch, gibt es noch so ein bisschen so eine Lücke. Ich weiß, dass zum Beispiel viele Angler Knoblauch als Fischlockstoff lieben, im Friedfischbereich, sowohl Brassenrotaugen, aber auch im Karpfenbereich. Und dementsprechend haben wir einen Knoblauch-Boilie gebastelt. Der liegt jetzt hier. Das war das Thema Duft. Genau, aber das Spannende an unserem Knoblauch-Boilie ist nicht einfach nur, dass man Knoblauch reinhaut. Die Zeichnung, weiß nicht, ob man die erkennen kann. Also die Zeichnung finde ich schon mal wieder rattenscharf, fahre ich voll drauf ab. Aber wenn wir uns den Boilie angucken, der Boilie besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten. Wir nennen ihn Vampire Garlic, den Boilie, aber er hat zwei wesentliche Inhaltsstoffe neben den Grundbestandteilen eines jeden Boilies. Der hat kleine geriebelte Minzblätter drin, die kannst du erkennen, die Kamera wird sie nicht erkennen können, ganz kleine grüne Stückchen. Und das sind echte Minzblätter. Okay. Was jetzt passiert, die Minze öffnet die Nase und der Knoblauch schlägt durch. Und deshalb riechen wir es hier so intensiv. Also hast das mal vorsichtig. Aber wie gesagt, als gelernter Koch, ich kann ja mitreden, da hat er mit Sicherheit recht. Also man könnte es auch als Duftbombe bezeichnen. Ja. Dann haben wir das eine zusätzliche Anforderung gehabt. Für den französischen Markt wurden wir immer wieder gefragt, wenn wir in einem großen Stausee sehr lange fischen, müssen wir auch mal einen Boilie haben, der ein bisschen länger am Haken hält. So ein Bloody Chicken ist nach ein bis zwei Tagen, solltest du ihn irgendwann mal auswechseln, weil er halt sehr aktiv ist und sehr arbeitet. Aber wenn du dann bei hohen Wassertemperaturen länger sitzen möchtest und du möchtest einfach drei Tage lang den Platz aussitzen, dann brauchst du einen Boilie, der ein bisschen robuster ist. Und dafür haben wir einen Fischboilie gemacht mit einer härteren Struktur, Long Session Boilie, Pink Tuna heißt der. Und der hat
A, diese schöne pinke Farbe und einen intensiven Fischgeruch. Und auch dazu gibt es die passende Zeichnung. Wir haben uns fast totgelacht, wie wir den Karpfen im römischen Streitwagen von zwei Thunfischen durch die Arena zerren ließen. Sowas macht einfach Laune. Und wir sind eine gute Laune-Firma, machen trotzdem ernstzunehmende Produkte. Mit all diesen Boilies würde ich mich sofort hinsetzen und mit Vertrauen angeln gehen. Das ist kein Marketing-Gag. Ich bin davon überzeugt, dass man mit den Fische fangen kann. Unsere Teamangler beweisen das täglich. Das ist doch mal eine klare Ansage. Kann man nur sagen, raus und testen. Okay, ihr seht hier eine wunderschöne, sehr naturgetreue Dorschnachbildung. Ein kleiner Dorsch ist ja auch ein Futterfisch. Quantum Sea macht auch schöne Köder zum Meeresangeln. Und da würde Adrian uns nur ein paar Sachen dazu erzählen. Ganz genau. Wir haben hier zusammen mit unserem Quantum Sea Team einen neuen kleinen Skreishad entwickelt. Das ist halt ein kleiner Dorschimitat, das ist unheimlich wichtig. Die gerade Haibuts sind unheimliche Augenräuber, da muss man so detailgetreu wie möglich sein. Dann haben wir natürlich auch auf Qualität Wert gelegt. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel zu sehen zwei Sprengringe, damit der Haibutt oder Dorsch sich nicht frei drehen kann. Geschützt mit einem Schrumpfschlauch, damit der Drilling nicht permanent irgendwo im Gummi hängt. Da haben wir Wert drauf gelegt. Dann sind das High-Carbon-Haken. Unheimlich starke, super scharfe Haken, was auch unheimlich wichtig ist. Jeder ärgert sich, wenn er einen Fisch verliert, nur weil der Haken aufbiegt. Ja, wir haben den in 6 verschiedenen Farben. Da sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Eine Farbe fehlt hier jetzt leider noch. Den richtig schwarzen, auch geil. Ja, ziemlich wichtig, ja. Da haben die Teamangler sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir einen ganz komplett schwarzen drin haben. Und dann hast du hier noch? Dann habe ich hier noch mal einen Sandaal. Einmal kann man den auch klar für die ganz normale Norwegen-Angelei, aber auch, wir haben extra einen schwarz-roten gemacht für die Ostsee-Angelei auf Dorsch und viel wird da auch in Frankreich, Großbritannien für die Wolfsbarsch-Angelei. Ja, okay, ja klar. Was weißt du zufällig, was der wiegt? Ja, der wiegt 65 Gramm. Also auch noch gut mit der normalen Spinnrute genau, würdig ja, zu werfen und wahrscheinlich auch entsprechend Haken wie bei Carbon-Haken, genau. Dorsch auch. Geliefert werden die mit 2 Ersatzschwänzen jeweils, ein Kopf mit 2 okay. Ersatzschwänzen, dass wenn irgendwann mal einer kaputt gehen sollte, kann man nachrüsten. Aber ihr habt natürlich Top-Qualität, das heißt, da müssen schon 20 Dorsche draufknallen. Mindestens. Ne, bevor man da überhaupt einen Ersatzschwanz braucht. Ganz genau. Ne? Hier nochmal die Option, dass man einen zusätzlichen Drilling einhängen kann, wenn man denn möchte. Normal braucht man es nicht, aber zumindest die Option hat man damit. Um die ängstlichen Angler auch zu befriedigen, genau, praktisch. Ja. Ne? Oder vorsichtigen Fische. Alles klar. Tolle Sache. Das heißt, ab ans Meer. Dorsch, Wolfsbarsch, Haibutt wartet. So, ihr seht jetzt, wir stehen hier mit Ruten in den Händen. Die sind von Zepco. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist eigentlich, es gibt nicht nur hochwertige Steckruten, was ja für viele inzwischen normal ist. Ihr habt euch auch hier drum gekümmert, bei den Telerouten mal so ein bisschen in Richtung Qualität zu gehen. Ja, das Hauptproblem ist, dass man heutzutage am Markt hunderte, wenn nicht tausend Telerouten findet. Und wenn ich heute ins Angelgeschäft gehen wollte und ich wollte mir Telerouten kaufen, wüsste ich gar nicht, wo ich hingreifen sollte. Die sehen alle mehr oder weniger gleich aus. Vom Aussehen sind die nicht anders, aber man ärgert sich dann im Detail dann doch. Ich habe eine Leidenschaft für Telerouten als Angler vielleicht, weil sie sind leicht zu transportieren und ich möchte abends am Angelplatz nicht stundenlang aufbauen, weil ich nur kurze Zeit nach dem Feierabend überhaupt Zeit zum Angeln habe, möchte also bequem und funktional zum Angeln gelangen. Und eine Steckrute ist vielleicht doch nicht immer die beste Lösung für manche Kunden. Selbst ich erinnere mich gerne an meine Junganglerzeit, wo ich meine ersten Karpfen mit Teleruten gefangen habe und es war nichts falsch dran. Also wollen wir die Daseinsberechtigung durchaus da lassen. Problem ist nur, wenn ich heute eine Telerute kaufe, die einen gewissen Preispunkt erfüllen soll, ob sie nun 20 Euro oder 30 oder 40 oder 50 oder 60 Euro kostet, irgendwo machst du immer Kompromisse. Teile wackeln heute nicht mehr. Die Biegekurven der Ruten sind schon okay. Aber eine Telerute wirklich perfekt zu machen, das ist aufwendig. Und das hat uns in der Entwicklung wirklich Energie gekostet. Wir haben jede Menge Vergleichsmuster von Wettbewerbern hier gehabt. Wir haben verschiedene Fabriken. Das muss jetzt nicht sein. Live. Ja. Adrian? Sprich mit dem. Nein, hak's ab. Deswegen. Wir haben bei Teleruten den Umstand,
dass du doch viel falsch machen kannst. Das fängt damit an, dass die Teilelängen korrekt abgestimmt werden müssen. Also im Spitzenbereich könnte man zum Beispiel anstelle dieser zwei Teile problemlos technisch aus einem Stück machen. Dann ist sie vielleicht ein bisschen kürzer, passt aber immer noch. Scheiß Biegekurve, scheiß Ring-Schnurverlauf. Richtig mistig. Das heißt, du musst wirklich bei jeder einzelnen Länge, bei jedem einzelnen Wurfgewichtsding, musst du genau überlegen, wie sind die Teilelängen korrekt aufeinander abgestimmt. Das heißt, es geht praktisch darum, dass die Ringe dann auf der richtigen Stelle sitzen, dass nachher die Biegekurve genau, und dass du insgesamt, dass die zum Wurfgewicht passt, das klingt so simpel, aber heutzutage in dem Preisdruck würde man am liebsten sagen, komm, ein Teil weniger, spart gleich Geld, spart einen Ring, spart einen Arbeitsgang in der Fertigung, macht aber hier in diesem Fall keinen Sinn. Das nächste ist, wirklich gute Ringe, die hoch vom Blank abstehen, sind gerade bei Telehuten wichtig, weil du einen relativ lange Bereich zwischen Ring und Ring hast und da könnte sich bei einem nassen Blank die Schnur dran festkleben und das behindert dich beim Auswerfen. Oder wenn du Schnur geben willst, im Falle eines Bisses, du kriegst die Pest. Und das haben wir versucht, alles gut zu machen. Kombiniert das Ganze mit einem schicken Äußeren, wir sehen hier, das weiß ich nicht, ob die Kamera das erfasst, so einen maronenfarbenen braunen Blank mit einer Kreuzwicklung, Carbon-Kreuzwicklung zur Verstärkung obendrauf. Einfach schick, schöner Korkgriff mit einem Brandlogo für euch jetzt auf dem Kopf. Aber das komplettiert unser Paket, eine gute Abschlusskappe. Und dann kostet so eine Telehute, leider kostet sie 70 bis 100 Euro, je nach Länge und Wurfgewicht. Das ist nicht Lidl, Aldi, wenn ich sagen darf. Aber dafür hast du eine Telehute, da wackelt nichts. Das ist eine tolle Biegekurve. Lass uns mal biegen. Ja, klar. So, da hast du eine völlig harmonische Biegekurve. Also das ist doch toll. Tollen Schnurverlauf. Ja. Damit würde ich sofort Karpfen angeln gehen. Da würde ich Zander angeln gehen. Ja. Aber ich habe keinen Stress. Da leidet. Ah, da guck mal. Da steckt was hinter. Ja, da zwei Bären wie wir und ohne die Rute. Und fass die Rute an. Fühl sie, wie leicht sie ist. Ja. Ausgewogen, schüttel damit. Es klappert nichts. Herrlich. Und dann 60, 70 Euro. Also für die kurzen Längen, für die langen Längen gehst du mehr 80, 90 Euro. Aber ich kann dir ja sagen, im nächsten Frühjahr bin ich der erste Kunde unseres Hauses. Kann ein Schwabe auch noch mit. Sehen, wie wir den Belastungstest mit dem Adrian gemacht haben. Hier stehen die Bären. Genau. Für Bären braucht man starke Ruten. Falk, erzähl. Wir haben eine Black Cat Range seit Jahren, die Marktführer ist in Europa für Welsangelei und wir hatten eine Lücke. Die Angeltechnik, die die meisten unserer Testangler ausübt, ist entweder vom Boot oder Bojenfischerei. Aber eine immer beliebter werdende Angeltechnik ist das Pelletfischen, die gerade im Ebro-Bereich in Spanien oder auch in Südfrankreich sehr viel ausgeübt wird. Dafür braucht man eine Rute. Pelletfischen selbst wird ein bisschen mehr mit einer klassischen Rute ausgeführt, wie man sie als Karpfenangler fast kennt, mit so einem geteilten Korkgriff. Ich muss mit der Rute werfen können und so meine Köder im Fluss oder im See platzieren können. Dafür braucht man nur eben eine Karpfenrute 33XL oder so etwas. Die hat 5 Pfund Testkurve, damit habe ich richtig Rückgrat, das habt ihr gerade beim Belastungstest gesehen. Und zusätzlich ist die wie unsere anderen Rhino Black Cat Routen aus Eurofiber produziert. Das verstärkt den Blank ungemein, deshalb gewähren wir auf dem Blank auch eine lebenslange Garantie. Also wenn da mal jemand ein Unglück mit passiert, wird er von uns immer Unterstützung erfahren. Das heißt, die kann eigentlich nur kaputt gehen mit der Autotüre? Nee, selbst das schafft die Autotür nicht. Wenn du mit dem Auto drüber fährst, schon eher. Das wird klappen. Das Ganze gibt es dann für einen unverbindlichen Ladenpreis von etwa 300 Euro. Erfahrungsgemäß. Schwäbischer am Ende. Ist der Handel denn doch sehr generös. Das wollen wir den Kräften des Marktes mal überlassen. Aber damit, mit The Pellet, schließen wir eine ganz wichtige Lücke in unserem Programm. Und viele, viele Pellet-Angler werden sich freuen. So, jetzt haben wir euch hier wieder eine Menge zeigen können von den Produkten, die hier von ZEPCO Sports betreibt. Ich darf mich auch einmal recht herzlich wieder bedanken, dass wir hier zu Gast sein durften. Magst du noch was sagen? Ja klar, also ihr seid erstens als Medium jederzeit willkommen, wir können uns gerne unterhalten. Ich selbst habe großen Spaß daran, euch die Produkte zu präsentieren, die wir anbieten. Wir produzieren die Produkte immer nach dem Maßstab, würde man selbst mit dem Zeug, was wir hier verkaufen, angeln gehen. Wir tun es alle Mann lieben gerne. Ich sitze hier gerade mit einer schönen Kopfrute, es macht mir einfach Spaß.
jetzt hier zu sitzen und meine 13 Meter Rute die ganze Zeit zu halten. Ich stelle mir gerade vor, wie ich am Fluss sitze und damit ein Rotauge fange. Und diese Vision habe ich bei fast all unseren Produkten. Ich mag wirklich mit meinem eigenen Gerät angeln gehen und das ist ein wirkliches Qualitätskriterium. Wenn ich mich schämen müsste, mit unseren Sachen ans Wasser zu gehen, dann habe ich meinen Job verfehlt. Aber das ist nicht der Fall und da hoffe ich, dass ich euch in einem Jahr wieder spannende Neuigkeiten zeigen kann. Wir werden mit Sicherheit in einem Jahr wieder kommen. Herzlichen Dank nochmal und wir wünschen euch viel Erfolg mit euren Produkten, mit denen auch ihr selber gerne angeln geht. Gerne.